Hi YouTube, hier ist Mimi und der Frühling ist da. Das ist der perfekte Anlass, um ein Haul-Video zu drehen. Ich war gestern shoppen und heute zeige ich euch mal, was ich alles gefunden habe. So, als erstes war ich bei Tally White, wie auch immer das ausgesprochen wird, bin mir nicht sicher. Und was habe ich gefunden? Als erstes. Ein T-Shirt. Fühlt sich super weich an, ist leider überhaupt gar keine Baumwolle drin. Das ist irgendwie komplett synthetisch, aber ja, 73% Viskose, 25% Polyester und 2% Elastan. Aber die fühlen sich echt so super weich an. Ich fand die Farbe toll, deswegen habe ich es gekauft. 15,95. Ja, das ist Nummer 1. Dann Tanktops. Einmal in Grau und einmal in Blau. Die waren im Angebot 2 für 9,95. Einzeln kosten die 5,95. Ich meine, Tanktops kann man nie genug haben. Also wenn es kalt ist, ziehst du sie drunter. Im Sommer ziehst du sie einfach so an. Deshalb. Okay, 2. Das war es dann auch in dem Laden. Danach war ich, schmeiß alles runter. So, danach war ich bei Mioka. Und da fangen wir mal hier mit an. Eine spiegelte Sonnenbrille. Wollte ich schon letztes Jahr irgendwie kaufen, habe ich aber irgendwie vergessen oder nicht gefunden, ich weiß nicht mehr. Ich setze jetzt nicht auf, weil hier ist alles super schön aufgeräumt, da ist alles messy. Also, ihr wisst aber, was das ist. Also gespiegelt. Und komm raus. Ein super süßen Katzending. Ich stehe eigentlich auf Katzen, aber der ist so süß. In Gold. Der hat 2,95 gekostet. Schnäppchen. Ach ja, die Brille. 9,95 für die Brille. Dann bei New Yorker noch eine Schuhe, schwarz. So. Die haben auch 9,95 gekostet. Die brauchte ich für die Teile, die ich dann noch gekauft habe. Und zwar, das ist der Rock, glaube ich. Ein Maxi-Rock. Ja, schwarz-weiß gemustert. Die fand ich super schön. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der im Sommer kurze Hosen oder sowas anzieht, weil ich finde meine Beine nicht so toll. Deswegen immer lieber lange Sachen. Es kann natürlich im Sommer ein bisschen warm werden, wenn man eine lange Hose anhat. Deswegen dachte ich, versuch's mal mit einem Maxi-Rock. Der ist super schön. Dann aus demselben Grund eine dünne lange Hose. Sieht fast genauso aus wie der Rock. So gemustert. Ich vergesse das immer. Wie teuer war der Rock? 14,95 für den Rock. Ich glaube, das gleiche gilt auch für die Hose. Das ist so eine dünne Stoffhose. Bisschen weiter geschnitten. Unten ist sie so ein bisschen gerafft mit so einem kleinen Gummizug. Und hier oben. Und hier oben haben sie noch Bändchen zum Zusammenbinden, wenn es ein bisschen enger sein soll. Ansonsten auch mit Gummizug. Fand ich ganz süß. So, das war das. Das war auch alles von New Yorker. Dann, wo war ich dann? Bei C&A. Bei C&A habe ich noch eins und dann habe ich zwei Teile gekauft. Als erstes einen schönen Pullover. Der ist oben ziemlich rosa, nach unten ist er so ein bisschen gebleicht. Das fand ich ganz süß. Ich glaube, ich habe schon drei Teile, die ungefähr so sind. Immer oben dunkel, unten hell oder unten dunkel und oben hell. Ich habe mir gedacht, dass ich da vielleicht was raufdrucken will. Also hier vorne noch so ein Aufdruck. Weil der ist auch aus Baumwolle.
wenn ihr irgendwann mal was drucken wollt, muss mindestens, glaube ich, 50% Baumwolle enthalten, um da diese Aufdruckfolien drauf zu machen. Wo steht es denn? Ich glaube, der war 100% Baumwolle. Ja, 100% Baumwolle. Und er hat 15 Euro gekostet. So. Dann das zweite. Irgendwie war jetzt bei C und A in der Männerschmuckabteilung. Ich weiß nicht warum. Die haben immer so coole Lederarmbänder und Ringe. So, und da habe ich das hier gekauft. Das ist eine Kette mit einem Ring. Drauf steht Life Freedom 1950. Und auf dieser kleinen Münze, die da noch dran ist, steht Republica Argentina. So. Die fand ich ganz süß. Ich weiß nicht, entweder behalte ich die oder ich verschenke die. Ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Die hat 7,95 gekostet. Danach war ich bei Forever 18. Da habe ich mein absolutes Lieblingsteil gefunden. Und zwar ein Cardigan in Grau. Ich stehe auf diese Jacken, Cardigans, alles Mögliche, weil ich mag das nicht, wenn das vorne so zu ist. Man kann sie einfach ausziehen, muss nicht über den Kopf. So, das ist er. Hinten ist er kurz geschnitten. Also hört so kurz über den Po auf. Und vorne hat er diese langen Enden. Das Schöne ist, er hat Taschen auf beiden Seiten. Und hier diese niedliche Knopfreihe. Wo ist die denn? Knöpfe. Hier. Knöpfe. Kann man nicht zumachen, aber macht man ja bei diesen Jacken sowieso nicht. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Die sitzt perfekt. Oh, sehr schön. Ach ja, die kostet 19,99. Danach war ich nur noch bei Rossmann. Da habe ich mir einmal eine Haarmaske von Fructis gekauft. Ich glaube, die hat 3,99 gekostet. Das ist die Garnier Fructis auffüllende Cremekur Schamlöcher. Ich habe die schon benutzt, sie macht die Haare super weich und die riecht auch so süß. Ach, ich liebe das. So, einmal das. Dann Fingernägel, falsch nur. Von Fingers, Perfect Fit Flexi. Genau, die gleichen habe ich noch nicht gehabt, aber die sind auch von Fingers. Ich mag die sehr. Wenn man die lackiert, sehen die aus wie echt. Wie teuer die waren, weiß ich nicht mehr. Ich denke so zwischen 5 und 7 Euro ungefähr. Dann für meine Tassimo-Maschine Cappuccino, der war im Angebot für 3,88. Normalerweise kosten die 4,99 Schnäppchen. Also nicht wirklich ein Schnäppchen, das ist ganz schön teuer, aber mehr als ein Euro billiger. Also, ne? Greifen wir zu. Davon zwei. Und dann den Miss Manga von L'Oreal. Was ich nicht gemerkt habe, ich habe einfach geschnappt, weil da war nur noch einer da. Ja, so ist das. Der ist blau. Der ist blau, der ist indigoblau. Ich wollte eigentlich in schwarz natürlich. Ich glaube, das letzte Mal habe ich blauen Mascara in der 6. Klasse getragen. Aber falls ihr euch auch mal vergreift bei sowas und dann plötzlich einen blauen Mascara habt, den ihr nicht zurückgeben könnt, keine Panik. Ich habe den benutzt und dann einfach mit schwarzem Mascara drüber. Das sieht man nicht. Fällt gar nicht auf. Also nicht wegschmeißen oder was weiß ich. Einfach benutzen, schwarz drüber. Merkt man nicht. Der hat, glaube ich, auch 9,95 oder so gekostet. Aber ansonsten finde ich den ganz gut. Der macht die Wimpern schön voll. Ja. Das war's auch. Ja. Wir sind am Ende angekommen. Nochmal schnell eintrinken. Okay. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.